Heute beschäftigen wir uns mit gesunden Füßen. Die Konstruktion unserer Füße ist ein absolut technisches Wunderwerk. Wenn wir gut für unsere Füße sorgen, dann tragen sie uns ein Leben lang. Jährlich machen wir ungefähr 5 Millionen Schritte. Während eines Lebens laufen wir 150.000 Kilometer. Jeder Schritt aktiviert 26 Knochen, glaube ich, 29 Muskeln, etwa 33 Gelenke und über 100 Sehnen und Bänder, die das 2- bis 3-fache unseres Körpergewichts übertragen. Leider werden diese Strukturen durch unsere Lebensweise falsch behandelt und auch vernachlässigt. Wir wissen, dass wir für ca. 42 Kilometer Laufleistung pro Tag gebaut sind, also unsere Füße natürlich auch. Und die 5,5 Kilometer, die es heute sind, bedeuten eine drastische Unterbeanspruchung. Denn alle Bauteile unserer Füße müssen, so wie genetisch eingerichtet, gefordert werden. Sonst sind Stoffwechsel und Versorgung nämlich eingeschränkt. Teile werden zu schwach und verändern sich degenerativ. Die weitere falsche Behandlung kommt dadurch, dass die Beschaffenheit unserer Böden anders geworden sind. Sie sind zumeist eben und plan, ohne Huppel und Kanten, wie in der freien Natur eigentlich vorhanden ist. Und dadurch wird die gesamte dreidimensionale Konstruktion unserer Füße, die perfekt für solche Verwerfungen geschaffen ist, nur noch zu einem Bruchteil ihrer Möglichkeiten gefordert. Ein weiterer Grund für degenerative Veränderungen also. Als Resultat steigt die Verletzungsanfälligkeit, insbesondere der Sehnen, siehe Achillessehnenrupturen oder aber auch der Bänder, das Umknicken. Laufen Sie also so oft wie möglich barfuß und am besten auf unebenen Böden oder tragen Sie draußen sogenannte Barfußschuhe. Schuhe sollten keine Stützelemente enthalten, denn alles, was stützt, baut der Körper seiner genetischen Programmierung folgend ab. Alle Extreme wie High Heels oder Spitzentanz im Ballett sollten minimiert oder aber mit entsprechenden Trainingsreizen wie Engpassdehnungen ausgeglichen werden. Tragen Sie oft verschiedene Schuhe, die genügend Platz für die Verlängerung und Verbreiterung des Fußes während eines Tages haben. Und möglichst sollten die Schuhe auch noch luftdurchlässig aus natürlichen Materialien sein. Kaufen Sie Schuhe deswegen am besten abends und pflegen Sie Ihre Füße, da sie genetisch ungeplant oft den ganzen Tag in warmen und feuchten Strümpfen, ideal im Übrigen für Pilze und Bakterien, verpackt sind. Füße besitzen nämlich relativ wenige Fettdrüsen. Dies kombiniert mit der eingeengten Situation kann zu kleinen Hauteinrissen führen, in die Bakterien nämlich eindringen können. Tägliches Eincremen auch der Zwischenzehenräume hält die Haut geschmeidig. Und trainieren Sie beim Gehen und Laufen. Wechseln Sie die Belastung vom Vorfuß auf die Ferse, von innen auf den Außenfuß und pressen Sie bewusst die Zehen gegen den Boden, um das Gewölbe zu stärken. Beugen und strecken Sie öfters die Füße und die Zehen. Und wenn Sie schon Probleme mit Krämpfen und mit Schmerzen haben, machen Sie folgende vereinfachte Ausführung der Engpassdehnung. Gehen Sie weitestmöglich in den Fersensitz und dehnen Sie Ihre Fußrücken. Und stützen Sie sich gegen eine Wand und dehnen Sie Ihre Waden bei gestreckten Knien. Und das jeweils 2 Minuten. Befreit die meisten schon von Krampfneigung oder Schmerzen vorhandenen Füße und sie spüren, wie sich ihre Füße wieder so richtig wohlfühlen. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Bei Fragen oder Ideen schreiben Sie mir doch einfach einen Kommentar. Heute geht es um das Thema Angst, die Arbeit zu verlieren, weil ich nämlich krank geworden bin. Ein Patient fragt an, was er denn machen soll. Er denkt, er kann nicht zu Hause bleiben und sich auch überhaupt nicht krank schreiben lassen, denn er müsse zur Arbeit. Aber er ahnt schon, dass das nicht gesund ist. Da haben Sie vollkommen recht. Neue Untersuchungen aus den USA.